oben habe ich noch Diamanten, die möchte ich eigentlich gerne haben. Oh, hallo! Nein! Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Hexit. Ja, in der letzten Folge sind wir hier in diesen Vulkan reingegangen und ja, haben hier so irgend so ein Dungeon aus Stonebricks entdeckt nochmal, was ich nochmal gerade erkunden möchte, weil ich will sehen, was hier drin ist am Ende, was hier auf uns wartet. So, hier geht's wieder dann durch. Die Piste nehme ich mit Absicht direkt mal mit. Hier ist dann, hier geht's dann weiter. Ich sehe gerade wieder nichts. Tut mich sorry. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann ich mir nämlich mal gerade, weil hier, ach, guck mal hier. Ist hier der Zwergenboss drinne? Sieht mir fast so aus, ne? Ich leuchte mal gerade aus, Leute. Das sind auch Dwarfs, ja, das sind auch Dwarfs. Das sind auch, ein paar Zwerge. Der eine ist sogar richtig stark. Ich nehme eine Diamantrüstung an. Aber irgendwie haben die keine Sterbeanimation, ne? Verschwinden irgendwie nur. Gucken. Jetzt habe ich keine Fackel mehr. Shit. So ein Mist. So ein Cheat. Was haben wir denn hier? Hier ist ja gar nichts. Auf nochmal gerade zurück, weil ich möchte mal gerade nochmal eben mir kurz was bauen. Und zwar habe ich, wie schusselig ich immer bin, meine Workbench hinten vergessen. Gut, dann muss ich nochmal ganz zurück. Laufen wir nochmal ganz zurück. Wir haben ja ein bisschen Zeit heute, ne? Heute ist ein bisschen entspannter Tag. So, so blöd wie ich mich bin, habe ich das nämlich hier vergessen. So, pass auf, ich brauche noch mal ein bisschen Dingens hier. So, ein bisschen Kohle brauche ich nämlich. Ich glaube, ich springe jetzt gleich noch mal gerade aus dem Dingens raus, aus dem Vulkan und hole mir gerade noch mal ein bisschen Holz. Weil dann kann ich nämlich ein paar mehr Fackeln erstellen. Scheiße, ich glaube, ich flöten gegangen gerade. Pech gehabt habe. So, ganze Kohle mal hier mitnehmen. Bauen wir die mal so ab eben. Bauen wir das alles so ab. Aber ist cool, ich wusste gar nicht, dass es solche geilen Dungeons gibt. So Vulkane und sowas. Wo du jede Menge Materialien unten drin findest. So, das nehmen wir noch mit. Und das hier. So, alles klar. Da oben habe ich noch Diamanten, die möchte ich eigentlich gerne haben. Oh, hallo! Nein! Ich hab dir mein Schwert entgegengeschmissen, ich Idiot! Holy shit. Oh nein. Dreck. Ah. Irgendwo noch ein Spawner. Und noch mal Diamanten. Yeah. Hab ich nehme das hier mal alles mal gerade mit, wo wir schon mal hier sind. So wenig habe ich auch. So viel habe ich auch wieder nicht an Rohstoffen, dass ich das alles liegen lassen könnte. Mal so eben. Ach, guck mal, das noch mal jemand. Der haut mich ja schon von hinten. Ja, hallo, wie geht's dir? So, aber das würde ich gerne haben, was da ist. Ach, egal, komm. Einmal kurz mit dem Staff noch mal hochspringen aus dem Dingens raus. Aufpassen, dass ich hier nicht in die Lava springe. Boah, ist das geil. Guckt euch das mal an, ey. Wie viele Rohstoffe hier sind. Alter Verwalter. Guckt euch das mal an. Das habe ich noch nie gesehen in Minecraft. Das ist ja Wahnsinn. Alter Schwede, das ist so krass, das ist wirklich cool, ey. Das ist voll stylisch, Mann. So, ein bisschen Holz hier einstecken. So, hauen den ganzen Baum mal hier eben ab. So, das wird erstmal genug Holz sein. So, dann packe ich mal gerade ganz kurz meine ganzen Bricks und alles weg. Dass ich alles noch später brauchen werde. So, warte, die ist schon voll. Das heißt, dann holen wir jetzt direkt die Weiße direkt als nächstes. Ich weiß, ich habe gerade die Kohle weggetan. Ist egal gerade. Pack die gleich wieder aus. So, den Staff brauchen wir auch noch auf jeden Fall.
Das ist echt ein Problem, ne, mit dem Staff. Ich muss mal gerade gucken, habe ich eigentlich noch... Hab ich jetzt eigentlich zufällig Essenzen gefunden? A Magic Essence? Perfekt. Die Electric Essence noch gefunden? Natürlich nicht. Scheiße. Ich bräuchte eine Electric Essence, damit ich mir einen neuen Staff bauen kann. Neuen Electric Staff. Verdammt, noch eins. Hab ich leider keinen mehr. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist natürlich recht ärgerlich. Das heißt, wir werden versuchen, so wenig wie es nur geht, jetzt zu springen mit dem. Weil der wirklich gleich hinüber ist. So, okay. Dann wieder schön langsam rein. Aufpassen, nicht jetzt sterben. So, was denn? Das wäre schlecht. Wir leben noch, alles klar. Was haben wir hier? Ist da Essen drin? Okay, pass auf, dann springe ich hier wieder runter. So, zack, dann gehe ich jetzt wieder hier hin. Nehmen wir nochmal gerade mit. Sorry, ihr seht gerade nichts, ich weiß, tut mir leid. So, ich bin jetzt aber wieder da, wo ihr was seht, auf jeden Fall. So, alles klar. Gut, dann baue ich mir jetzt erstmal... Die Sticks nehmen wir noch mit. Das auf jeden Fall auch. Birchwood. Das hauen wir mal gerade ganz weg. Ja, das ist aber noch zu wenig. Bisschen mehr Holz auf jeden Fall. So, Holz mal hier. Und ich würde sagen, ach komm, ich hau die ganzen... Nee, das wäre jetzt Verschwendung. Ich hau die 20 hier noch weg. Dann reicht das erstmal so. Und dann muss ich nochmal gerade gucken, wo ist meine Kohle? Da sind 18 Kohle. Habe ich noch mehr gesammelt? Nee, ich habe nur 18 Kohle, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal ein paar Fackeln hier. Ganzen Stack voll, perfekt. Dann geht es da hinten nämlich weiter. So, ich jump mal eben hier durch. Habe ich was mich jetzt hier noch erwartet alles? Ohne Scheiß. Ach ja, Sekunde, zurück. Die Workbench nehme ich jetzt mit eben. Eben die Workbench einpacken. Vielleicht habe ich auch Glück, dass ich gleich nochmal... wenn ich einen Zwerg oder so umklatsche, dass mir irgendjemand nochmal eine Electric Essence droppt, dann kann ich nämlich mir gleich noch einen Stab daraus bauen. So, alles klar, gut, dann. Sehr gut, hier sind nämlich Wasserspots, die will ich nämlich mal gerade haben. Ich will mir nämlich mal gerade Dingens bauen. Nein, warte, nee, da haben wir nichts drin. Haben wir hier irgendwo Metall drin? Ja, da haben wir Iron Ingots, perfekt. Alles klar, dann pam, pam, pam. Nämlich direkt einen Kessel hier bauen. Der war jetzt nicht da reingetan oder so, ne? Ne, ich hatte wirklich keinen Kessel mehr. Wirklich meinen Kessel eben liegen lassen, ich doof. Gerade hier hochschwimmen. Komm, hier muss doch irgendwo ein Wasserspot sein, Leute. Oh, nö, oder? Ist hier echt kein Wasserspot in der Nähe? Kann doch nicht sein. Die ganze Zeit am... Ah, guck mal hier, warte. Zack, da habe ich einen Wasserspot. So. Aus Ende. Minecraft-Profi hier, der wusste das. Dass wenn du nämlich Eis kaputt schlägst, du automatisch einen Wasserspot kriegst. Haha. Alter Minecraft-Profi hier. So, alles klar. Dann gehen wir gerade weg. Hier die Fackeln hin. So, dann geht's weiter mal. So, dann gucken wir mal gerade hier, was hier ist. Wahrscheinlich wieder ein komplettes Dungeon, ne? Es ist ein komplettes Dungeon hier wieder. Das ist ein Dungeon in einem Dungeon, ist das. Heißt, hier wird jetzt kein großer König gleich warten oder sonst. Kein großer Zwergenkönig wahrscheinlich. Weil, was ist das denn hier? Gucken wir mal gerade hier hoch. Ne, hier ist gar nichts. Hier ist nur ein Spawner. Hier mal kaputt kloppen. Hier mal wieder was setzen, damit ihr wieder was seht, Leute. Ja, okay, hier wäre dann wieder gar nichts gewesen. Von hier komme ich. Hier machen wir auch mal gerade wieder ein bisschen raus. Ich höre doch hier wieder irgendwo Lava. Electric Staff mal gerade rauspacken. What the fuck? Das gibt's doch nicht. Endportal? Wollt ihr mich verarschen? Hallöchen. Das hört sich an wie ein Golem, ne? Das dürfte ein Golem sein, Leute. Alter, übertreib's doch nicht. Hallo? Aha. So, ihr seht wieder nichts, tut mir leid. Aua.
Oh, ich werde immer lauter. Hört sich schon wirklich extrem an, ne? Ja, kommt ihr hier mal hoch. Hallo, mein Freund. Hört sich wirklich komisch an, oder? Müsst ihr zugeben. Gut. Aua. Oh, ist keine gute Idee gewesen, was ich gerade mache. Uiuiui. War keine gute Idee. Ich habe nämlich kein Leben mehr. Ich bin hier gegen die am Kämpfen. Alter. Mich verarschen. Hallo? Stirbst du mal? Mein Gott. Okay, also, der Boss scheint hier wohl irgendwo zu sein. Warte mal gerade, bis ich wieder vollgeladen bin. Da ist er nicht. Wo ist der denn, der Kerl? Hier wieder hinbauen. Gucken. Ne, kam ich aber, oder? Ja, von da kam ich ja gerade. Das ist ja das Enderportal wieder. Sack. Verrecke. Einer Goldrüstung, Mann. So, verschwinde. Weg mit dir. Gut, das Geräusch ist weg. Nicht, dass der gerade gestorben ist oder so, ne? Das kann natürlich auch sein, Leute, weil er hat ja die ganze Zeit hat er irgendwie Schaden gekriegt von irgendetwas. Nicht, dass der gerade verreckt ist oder sowas. Das wäre echt ärgerlich, ohne Scheiß. Geräusch kam ja von hier irgendwo. Hier. Irgendwo muss der gewesen sein, der Kerl, ohne Scheiß. Hier war ein Eingang, da war ein Eingang. Und hier bin ich hochgekommen. Warte mal. Hab ich mal gerade hier hoch. Guck mal gerade, was hier oben ist. War ich hier schon? Ja, hier war ich ja auch schon. Das ist irgendwie gerade echt ärgerlich. Oh, hier die Truhe habe ich noch vergessen. Stimmt ja. Also mal mitnehmen. Oh, ich bin schon wieder voll. Ich bin schon wieder voll. Ah, das gibt's doch nicht. Ich bin immer voll. Muss mal ablegen hier. Dauerhaft nur voll. Meine Güte. Gut, dann mal hier den letzten Schmuck weg. Letzten Schmuh weg. So, alles weg, alles weg. Wollten wir mal den auch. Die machen wir mal hier rein. Electric Staff bleibt auch hier bitte hier. Gut, so, warte mal, dann muss ich mal gerade kurz hier gucken, ob hier oben irgendwo was ist. Ne, ist glaube ich auch nichts mehr gewesen. Sieht wohl nicht so aus. Guck mal, ah! Es ist doch. Da ist es doch, was ich gesucht habe. Na, ist er tot? Der ist echt tot. Ohne Scheiß, der ist gestorben. Ich habe gerade nämlich, ihr habt es nicht gesehen, sorry. Sorry, ihr habt es echt nicht gesehen gerade. Hier lag nämlich gerade, lag hier ein guter Stapellack hier gerade. Der ist gestorben, der Kerl. Keine Ahnung, wieso der gestorben ist. Ach, verreck doch, mein Gott. Okay, also ich werde diesmal jetzt nicht alles an Bücherregalen mitnehmen. Wobei, es wäre fett, ne? Da hätte ich richtig viele Bücherregale. Lecco mio. What the... Ach, Kaktushelm, ich wollte schon sagen. Das ist ein Kaktushelm gewesen. Ich packe das aber alles hier mal wieder ein. Da hier, der Stab, der lag da nämlich gerade. Fire Spear. Der lag da nämlich. Gucken, was haben wir hier? Iron Spear. Das muss doch irgendwo eine Electric Essence sein, ey. Das kann. Ja, ich hab's gerade noch gesagt, ey. Holla die Waldfee, na endlich. Sehr gut, da kann ich mir gleich einen neuen Electric Staff bauen. Das ist sehr gut. So, alles mal wieder hier rankloppen.
Das, was wir schon haben, können wir alles schön drauf stapeln. Das ist nämlich immer so schön. Gut, okay. Den Rest, den habe ich dann nicht. Dann mache ich mal gerade kurz hier leer. Mit dem Zeug, was ich hier noch kriegen kann. So, wieder alles rauspappen hier. Alles. Geht alles nicht. Alles klar. Hier habe ich noch was drin gehabt. Brot, Speer und sonst irgendein Scheiß. Okay, dann muss ich jetzt wohl die nächste wieder anbrechen. Ich habe eine meiner Dings mitgenommen. Mein lilanes Backpack habe ich vergessen. Klasse. Hat mir das denn keiner gesagt? Hättet ihr mir das nicht sagen können, Leute, dass ich das vergessen habe. Euch ist kein Verlass, wisst ihr das? So, das da rein. Hab ich das echt vergessen? Ja klar, ich kann es ja nur hier entweder dabei haben oder vergessen. Eins von beidem ist ja nur möglich. Ja, egal. Hab ich halt Pech gehabt. Der war leer. Electric Essence, die Essence nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch alles mit, die Torches, die scheiß Uhr lassen wir liegen, die brauchen wir nicht. Hier nehmen wir noch alles mit, das nehmen wir noch mit, die Disc auch, das Buch noch, die Pfeile, komm, egal. Und hier die Block of Gold nehmen wir noch mit und das Leder, genau. Dann haben wir hier ja quasi alles. Ach komm, hier das Leder nehmen wir auch noch mit. Aber das sind Kakaobohnen, ne? Jo, Kakaobohnen nehme ich auch mit, die kann ich nämlich bald dann anpflanzen. Gold und das nehmen wir noch mit. Die Torches packen wir auch nochmal ein und dann hat sich das hier erledigt. Ja, da ist dann leider der Boss gestorben. Es ist natürlich relativ schade. Ich fand das jetzt persönlich relativ schade, dass der tot ist. Was denn hier? Ist das eine Bibliothek einfach nur? Ja, das ist eine Bibliothek hier. Hier stehen Bücher aufgereiht. Ist wohl eine Bibliothek, wa? Egal. Ja, ihr seht wieder nichts. So Mist. Alles ausleuchten. Ey, die ist Verschwendung. Wir müssen hier nicht mit den Torches geizen. Verschwenderisch umgehen. Ah, guck mal hier. Wäre ich weitergelaufen, hätte ich die irgendwann gesehen. FNC 5! Alter! Die muss ich mitnehmen, Alter. Die muss ich mitnehmen, aber auf jeden. Ich packe nochmal gerade alles hier hoch. Warte mal eben. Ganze Gold hier mal wegpacken. So, okay, gut. Dann. Alter, Fancy 5, Mann. Ohne Witz. Die muss ich mir mitnehmen. Was haben wir denn hier? Unbreaking 1, 1, 1, 1. Interessiert mich nicht. Scheiß auf Unbreaking. Bei Fancy 5, das musst du dir mitnehmen, auf jeden Fall. Das geht ja mal gar nicht. So, lösche ich mal eben das Feuer hier. Oder nicht. So, und nehmen wir nämlich hier die Endstones mit. So. Ah, die kann man gar nicht abbauen, ne? Scheiße, die kann man gar nicht abbauen. Warte, gab es nicht mal irgendein Trick, wo du auch Blöcke, die nicht abzubauen sind, abgebaut kriegst? Scheiße, wenn ihr den Trick wisst, dann sagt mir den mal, ey. Scheiße, ich meine, da gab es doch mal einen Trick, da konnte man das doch, glaube ich, machen. Aber ist cool, ein halbes Endportal steht hier. Wenn ich mir jetzt den Rest entschieden würde, dann hätte ich hier ein Endportal. Ja, ist doch geil. Naja, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir, dass ich jetzt hier noch rauskomme. Ich gehe nochmal gerade hier nochmal rein. Genau, ich muss ja in die Richtung. Da ist ja der, in der Richtung liegt ja der Dingens. Der, sag schon, der Vulkan. Das heißt, in der Richtung komme ich auch raus. Ich kam nämlich von dieser Richtung. Hier noch nicht? Ist noch nicht ausgeleuchtet. Tun wir das mal gerade, ne? Okay, gut, dann würde ich sagen. Ja, Arschlecken. Ich baue mich einfach raus. Oder ne, komm, ich gehe unten hin. Achtung. So, warte mal. Einfach in die Richtung gehen. Irgendwann stoße ich schon darauf, wo ich rauskomme. Ah, guck mal hier. Ah, da sind wir doch. Perfekt. Draußen sind wir. Alles klar, gut. Ich glaube, da hinten habe ich jetzt noch meine Workbench stehen gehabt, oder? Habe ich die mitgenommen vorhin? Ich meine, ich hätte die da wieder stehen lassen. Ich doof. Ne, habe ich nicht. Ich habe sie mitgenommen. Das heißt, irgendwo habe ich eine Workbench nochmal. Suchen. Seht ihr sie? Da ist keine drin, aber hier habe ich das Holz drin. Komm, dann nehme ich das Holz und baue mir einfach eine neue. So. Weg mit dem Knopf. Den brauchen wir nicht. So, natürlich habe ich den jetzt wieder aufgenommen, den Scheißknopf. So, okay. Sekunde.
Ich hab doch Leder gefunden, ne? Warte mal. Könnte man sich denn nochmal Backpacks bauen? Guck einfach nach. Backpack. Backpack. So. Bitte kannst du cheaten. Danke sehr. Tenet Leder. Leder. Fusy Tenet. Bounded Leder. Ah, stimmt ja. Strings und dann Leder. Okay, pass mal auf. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Dann. Pass mal auf. Kleine Crafting-Runde. Dann machen wir das folgendermaßen. Zack. Gib mir den mal her. Fernchase. Zack. So, dann Kohle hier rein. So, irgendwo habe ich Strings nämlich gefunden. Da sind welche. Ich pack mal gerade alles nochmal hier rein, gerade, was ich hier habe. So. Kurz noch den weißen rausholen. Da nochmal gerade alles reinpacken, was ich habe. So, da sind nämlich auch Strings drin gewesen. Ich habe nicht genug Strings, ne? Shit, ich sehe es gerade. Ich habe nicht genug. Ich habe da nämlich nur 4 gehabt. Shit. Shit, shit, shit. Konnte man aus Wolle eigentlich nochmal Strings bauen? Konnte man das nochmal umdrehen? Warte mal. Konnte man daraus nochmal Strings machen? Nee. Nee, auch nicht. Ach ja, stimmt, für meine Thief-Rüstung. Stimmt, gut, dass ich nachgeschaut habe gerade. Ich brauche ja dafür noch rote Wolle später für meine Thief-Rüstung. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Die nehme ich hier nämlich direkt mal mit. Die nehme ich auf jeden Fall wieder irgendwann eine Thief-Rüstung haben. So viel ist mal sicher. Deshalb stimmt ja. Aber da habe ich nämlich nie wieder Probleme, euch die Fackeln zu setzen, weil da sehe ich nämlich immer. Da habe ich nämlich Night Vision nämlich drauf. Genau, und ich sehe gerade, ich liege gerade wieder total über der Zeit. Deshalb ich jetzt gleich den Part hier beenden werde, nachdem ich hier mir noch ein bisschen Wolle eingepackt habe. Ich packe jetzt hier die ganze rote Wolle ein, ist mir scheißegal. Damit ich nämlich genug auf jeden Fall habe an roter Wolle. So, zack. Und dann auf Wiedersehen. Und euch auch auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Part. Bis denn. Macht's gut. Ciao.